Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu unserer hustenden Mondbasis. Zu Beginn sind wir heute auf Mukona. Möchte hier gar nicht so ganz viel machen, aber was ich auf jeden Fall machen möchte, es wird hier halt immer wärmer. Wir werden das sowieso nicht vermeiden können, aber vielleicht können wir es ein bisschen reduzieren, dass wir die Hitze von unten nach oben durchlassen. Und da ist mein Plan eigentlich nichts wahnsinnig Spektakuläres, aber ich würde gerne erstmal hier eine Leiter bauen. Vielleicht lassen wir den noch offen so lange. Glaube ich schlauer, dass wir das hier fertig bauen und dann im Anschluss nur noch hier oben einen Zugang hatten, den wir vielleicht noch so ein bisschen schräg auch gestalten können, da ein bisschen Wasser reinpacken oder so, dass die Gase da nicht auch durchklettern können. Und dann machen wir auch dort wieder einen isolierten Ziegel rein. Ja. Genau. Plus hier oben können wir auch überall noch so ein bisschen was wegreißen, aber das machen wir gleich alles. Oder auch ein andermal, wie auch immer. Hier waren, glaube ich, genau Pip-Eier drin. Das hatte ich mir schon angeschaut. Die nehmen wir mal hier an. So, Travia. Ein sehr guter Vorschlag. Licht. Möbel, was haben wir hier für Möglichkeiten? Hier sind wir natürlich oben schon am Rand. Können wir die eigentlich? Ne, die können wir nicht drehen. Wir könnten eine Lampe hier platzieren. Die ist dann auch direkt im Strom und wir müssten dann eigentlich eine hier haben dafür. Müssen wir das Automatisierungskabel verlegen? Das Stromkabel. Da auch eine Batterie hinbauen und dann können wir hier eine Lampe ersetzen. Dann haben wir hier auch Licht. Die leider so nah beieinander gebaut, dass ich das nicht dazwischen sitzen kann. Lässt sich jetzt auch nicht mehr korrigieren. Dann hattet ihr hier, wie ich finde, noch eine sehr gute Idee. Dazu bedarf es allerdings einem kleinen Umbau. Wir machen auch na, komm schon. Hat einmal isolierte Ziegel. Damit fangen wir mal an. So, dann können wir das eigentlich so handhaben, dass wir dort einen Auslauf bauen. Machen dort einen Rohrflüssigkeitssensor hin. Danke übrigens an Legolas für die Idee. Das mache ich ja mit den Gasen auch recht oft. Das funktioniert natürlich mit den Flüssigkeiten dann genauso. Wir müssen eben warten, bis das alles hier gebaut ist. Wie sieht es denn hier eigentlich? Ja, temperaturtechnisch hat das echt sehr gut funktioniert. Wir lassen hier unten die Hitze, wo sie ist.
Und könnte hier halt auch noch mal überlegen, ob man hier vielleicht zumindest... Aber dann haben wir wieder ein Temperaturproblem. Man müsste das nach und nach machen, dass man hier isolierte Ziegel reinsetzt und dann könnte man hier Gitterziegel reinpacken, damit wir die Flüssigkeit noch ein bisschen besser aufgewischt bekommen. Achso. Ne Quatsch, der eine Auftrag auf 8 ist da doch noch drin für den isolierten Ziegel. Keine Ahnung, warum der nicht zügig jetzt auch gebaut wird. Obwohl, das ist eigentlich sowieso egal. Wir können hier das schon mal freigraben. Steven ist auch eher derjenige, der Material ranschafft, ne? Ach so. Nimm das mal. Ja. Weil ich sag mal, wenn ich hier was bauen möchte, dann... soll es eigentlich auch mal schnell gehen, ne? Das... Jetzt nicht so, dass ich hier 100.000 Aufträge verteile, aber das, was ich bauen möchte, hat meistens zumindest so ein Stück weit Hand und Fuß. So, was müssen wir auf Rohöl stellen? Und wenn es dann kein Rohöl ist, dann soll es hier raustropfen und dann kann man was... Genau. Abpumpen. Wie häufig das jetzt noch vorkommt, dass wir hier was anderes als Rohöl haben, das steht dann noch wieder auf einem anderen Blatt Papier, aber naja. So, dann haben wir hier eine Rohrbrücke, die an den Tank geht. Diese Leitung kommt dann daran. Das müsste dann hier angeschlossen werden. Das heißt, den Teil der Leitung hier können wir schon mal zerlegen. Genauso wie den hier. Daran. So, selbst wenn wir jetzt hier dann nochmal den Fall haben, dass hier Wasser oder verschmutztes Wasser ist, dann wird es hier aussortiert und wir sind es los. Genau. So, das hier können wir schon mal bis dort so in Auftrag geben und dann packen wir hier nach und nach die Ziegel weg. Zerlegen wir mal den kurz, damit wir die hier bauen können. Dafür nehme ich aber mal den hier weg, nicht dass das freigegraben wird, dann klettert einer da unten rein und gräbt den auch noch frei. Das sehe ich nämlich schon kommen. Weiß, dass euch das jetzt ein bisschen den Spaß nimmt, aber
Wieso haben wir hier? Ach so, klar. Weil direkt jetzt die Hitze hier rankommt. Ich mache auch mal nur erst den einen. So. Okay, ab jetzt müsste es wieder funktionieren mit unserer Temperaturbremse. Jetzt natürlich vorübergehend wieder zu Stromproblemen führen, aber wir haben da ja noch unser Kohle-Backup. So. Dann haben wir doch gleich alle, ne? Das noch fertig bauen. Okay, und schon passiert ist, dass wir hier wieder Wasser haben. Okay. Achso, weil hier wahrscheinlich Wasser verdampft ist aufgrund der Hitze, die hier vorübergehend war. Und ja. Wischen wir doch mal das saubere Wasser auf. Steven, ich weiß, dass du da ganz viel Spaß dran hast. Und hier müsste, genau, jetzt müsste das eigentlich passieren und... Ja, wir sehen, wie sich der Auslauf immer wieder öffnet und das Wasser rausgelassen wird. Vernünftig dann hier jetzt aber einmal wegzubekommen, das saubere Wasser, müssen wir natürlich auch vorübergehend jeden Tropfen aufsaugen lassen. Dann können wir eigentlich dort auch einen Flaschenentleerer für verschmutztes Wasser auf Dauer hinbauen. Und hier einen für Rohöl, dass wir diese ganzen Fläschchen, die überall rumstehen, mal loswerden. Flüssigkeit. Warum? Ach so. Guten Morgen. So, und streng genommen kann hier jetzt eigentlich ja kein Wasser mehr hinlaufen, weil wir haben hier die Gitterziegel, wo das ganze verschmutzte Wasser dann hingepackt wird. Sauberes Wasser wird dort ausgekippt.
ja, wie immer gilt, wir wischen uns hier einen Wolf. Ich kann das eh nicht verhindern mit dem Wasser. Ich lasse jetzt einfach Wasser sein. So, den stellen wir wieder auf über 25 Kilogramm. So, jetzt können wir ja noch diese Automatisierung hier mal nutzen. Dass wir nicht ständig die Ölraffinerie benutzen. Und zwar soll die sich aktivieren, wenn wir unter... Machen wir ruhig 50% und dann bis 95 soll das Ding aktiv bleiben. So, da wir nicht unter 50 sind, müsste das dann gleich eigentlich deaktiviert bleiben, wenn ich das richtig verstehe. Ne, ist noch aktiv. Okay, wahrscheinlich, weil wir hier noch keine 95% erreicht haben. Stellen wir das mal auf 75 und dann, okay. Aber das können wir ruhig dazu formen. Achso, es bleibt jetzt deaktiviert, okay. Ja, bis wir unter 50 fallen, was ja logisch ist. Gut, dann haben wir hier fast alles erledigt. Müssen wir nur noch die Einstellung darüber übertragen. Hier die Batterie zerlegen. Das würde ich noch nach dort. Ja, wobei das natürlich auch Quatsch ist. An dem Petroleumgenerator arbeitet ja niemand, ne? Das hätte ich mir also sparen können. Ist egal, jetzt haben wir zwei Batterien dran. ABM, ne? Wir hatten das Thema ja schon mal neulich. Das gehörte definitiv wieder dazu. So, okay, da haben wir das auf Travel ja jetzt erstmal wieder erledigt. Hier haben wir das geschafft, was ich schaffen wollte. Sehr schön. Dann macht hier bestimmt der Lufterfrischer Sinn, den wir jetzt hier vorne hatten. Wir können weg. Wasser hier wischen wir schon mal auf. Das hier ist erledigt, ja, das dachte ich mir. Aluminiumerz. Ich nehme das einfach mal hier an. So, wie haben wir denn beim letzten Mal unser Dekor erhöht? Okay, das ist zumindest in manchen Bereichen ein bisschen besser geworden, aber da geht noch mehr. Ich mach das mal hier so. Inwieweit wir das dann mit den Temperaturen hier aufhalten, müssen wir mal schauen. Oh. Da haben wir auch wieder Dampf.
Ja, ich wollte eigentlich hier möglichst alles wegräumen, ne? Ja, aber das machen wir erst, wenn wir hier alles haben. Kibo machen wir, denke ich, in der nächsten Folge. Moody. So, was haben wir hier dann noch? Hier sind wir nach wie vor. Mit unserer Pflanzenfarm. Außerdem müssen wir hier nochmal die Einstellungen da reinkopieren, damit wir hier auch das Essen abtransportieren können. Plus Erntebefehle. Wie viel Wasser haben wir denn angesammelt? Okay, das ist jetzt weniger als ich gedacht habe. Bricht gleich wieder aus. Schauen wir uns das Spektakel doch mal an, ob es da irgendwelche Problemchen gibt oder. Kilogramm ist das pro Feld. Ui. Okay, dann ist das doch mehr als. Weiß zwar nicht warum. Ach, das hier so um so ein paar Gramm Kohlendioxid sich halten, ne? Das ist doch. Ah, weil die Gase hier nicht vernünftig zirkulieren können, denke ich. What? Wieso kann ich da nicht? Okay. Ich hoffe, dass das hier ein bisschen zur Zirkulation beiträgt. Zumindest kann das CO2 sich jetzt teilweise ein bisschen besser. Verhungern. Achso. Okay. Wieso? Achso. Ja, klar. Das war wahrscheinlich, weil da teilweise verschmutztes Wasser angekommen war, ne? Müsste jetzt eigentlich als nächstes mal wieder eine größere Menge Schwefel anbuddeln. Ich sehe gerade noch, da ist noch was. Dann wird hier Wasser runterlaufen. Deswegen habe ich das wahrscheinlich stehen gelassen. Okay. So, wer hat wo? Ach, Kniffel. Habe ich dich irgendwo? Ja. Wie konnte das auch nur passieren?
jetzt hier weiter. Ich möchte hier nämlich so langsam mal fertig werden auf diesem Asteroiden. Dann brauchen wir hier später nur wieder herfliegen, um uns Wolfram abzuholen, wenn wir das wollen und brauchen. Und dann mit Raketentechnik, die ein bisschen fortschrittlicher ist als, ja, obwohl CO2 zu verbrennen, um zu fliegen, ist natürlich schon eigentlich sehr fortschrittlich, je nachdem, wie man es sieht. Da haben die Duplikanten schon ein kleines Meisterwerk vollbracht. Und jetzt können wir da eigentlich die obere Reihe schon wieder abreißen. Und auch weggraben. Das ist noch wichtig. Gut, Mudiel, ich wollte eigentlich ja hier auch noch ein paar. Ich glaube, das müssen wir mit ein bisschen mehr System machen. Ich wollte eigentlich hierauf zu sprechen kommen, auf unsere Rakete. Erstmal schauen wir uns die Reichweite an. 6 Felder. Okay, wir müssen also das hier jetzt hochsetzen. So, es wird auch weiter vollgepackt. Aber nur mit dem bisschen Oxylit, was wir da haben. Okay, das liegt jetzt schlicht und ergreifend an der Produktionsgeschwindigkeit. Macht denn dann vielleicht eine zweite Raffinerie Sinn? Ja, ganz bestimmt, ne? Aber wir haben hier Stromprobleme. Ja, ich werde die Stromkreise hier mal überarbeiten müssen. Das liegt uns sonst auf Dauer hier einfach um die Ohren. So, Automatisierung kann dann da auch mit drin. Sauerstoff und dann haben wir eigentlich alles, ne? Dann würde ich hier rein, hier eigentlich noch gerne einen Lagerbehälter für Oxylit auch reinbauen. Ja. Genau. Der dann immer zuerst gefüllt wird, dass wir dann nämlich Nachschub haben für die Geschichten hier, ne? Weil wir sehen schon, die füllen sich auch nur sehr langsam, wo bei 2500 Kilogramm Oxylit jetzt nicht wenig ist. Verbrauchbares Erz, Oxylit.
das ist Prio 5. Da müssen wir. Obwohl, ne, da wird schon alles reingepackt. Okay. Das nicht repariert. Haben wir kein Eisenerz mehr? Das kann natürlich sein. Nehmen wir das mal raus. Gibt bestimmt irgendwo noch die Möglichkeit, Eisenerz freizugraben. Dann haben wir wieder was für die Reparatur. Hier gebaut. Was war denn da wohl die Idee? Keine Ahnung. Wollte hier wahrscheinlich Erdgas drin speichern, ne? Hat ja gut geklappt. Ist dann noch alles drin? Sauerstoff, Kohlendioxid. Müssen wir also erst filtern, bevor wir das verbrauchen. Na gut. Ja, wir müssen also Strom auf jeden Fall was machen. Das funktioniert so nicht mehr. Das Thema ist ausgelutscht. Kupfererz haben wir hier noch. Wir haben auch hier noch mehr. So an. Dann können wir hier nämlich den Rest auch noch alles freigraben. Ja, okay, so, und dann ist jetzt auch erstmal Schluss für heute wieder. Was ich noch eben ankündigen kann, also Sonntag 14 Uhr wird auf jeden Fall wieder gestreamt. Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, schaut gerne rein. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, in diesem Sinne dann, ja, macht's gut. Bis bald, euer Krillo.